Hey, der Hannes hier. Schön, dass du in diesem Video hier dabei bist. Ich möchte dir heute die drei größten Anfängerfehler auf der Gitarre zeigen, damit du sie vermeiden kannst und wieder neue Power, neuen Mut schöpfen kannst und bei der Gitarre so richtig durchstarten kannst. Bevor wir loslegen, empfehle ich dir, für viele coole weitere Lektionen mal in der Videobeschreibung zu schauen. Da findest du meinen kostenlosen Crashkurs. Der wird dir viele nützliche Tipps und Tricks geben, damit du auch nach diesen Anfängerfehlern den Spaß an der Gitarre nicht verlierst und richtig Bock hast, weiter Gitarre zu lernen. Das Ganze ist vollkommen kostenlos und jetzt zeige ich dir die drei größten Fehler, die du als Anfänger auf der Gitarre machen kannst. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Du hast jetzt vielleicht 1, 2, 3, 4 Akkorde schon mal ausgecheckt irgendwie und hast das im Internet dir rausgesucht, hast keinen Lehrer bisher gehabt oder niemanden so in deiner Gegend, der dir das mal zeigen könnte, wie das geht. Und hast du das Gefühl, ich kann die Wechsel zwischen den Akkorden nicht. Ich brauche immer ewig, bis ich da von einem Akkord zum anderen gekommen bin. Und das funktioniert einfach nicht. Ich bin zu schlecht, ich bin zu untalentiert. Nö. Das ist der erste große Fehler zu denken, man wäre zu untalentiert, denn es liegt häufig daran, dass man in diesem Fall keine Trockenübungen mal macht, um den Fingern einfach zu sagen, da musst du hin und den Fingern das auch sozusagen in den, ich nenne es mal Fingermemory zu überspielen. Dass die Finger schon ganz genau wissen, wo sie beim nächsten Akkord hin müssen und du nicht den Akkord spielst und dann nachdenken musst, wo nochmal hin? Ach ja, dahin. Da war ja G-Dur. E-Moll, wo war nochmal E-Moll? Und das ist ein weit verbreiteter Fehler, dass man da am Anfang einfach immer denkt, ich mache mir keine Gedanken um den nächsten Akkord, bis er dann vor der Tür steht. Und da bin ich total überrascht und brauche ewig, bis die Wechsel da sind. Deswegen mach das Ganze erstmal einfacher, indem du deine Schlaghand weglässt. Ja, legst sie einfach so ab. Und dann wechselst du jetzt, ich nehme das Beispiel E-Moll und G-Dur, und wechselst trocken zwischen den beiden Akkorden hin und her, dass deine Finger wirklich ganz genau wissen, wo sie hin müssen. Ich meine zum Beispiel jetzt mal hier bei E-Moll, da ist der Zeigefinger im zweiten Bund auf der A-Seite und der Mittelfinger im zweiten Bund auf der D-Seite, das sind die zweite und dritte Seite von dir aus. Und für den G-Akkord müssen wir da ein bisschen was umstellen, aber zum Beispiel bleibt der Zeigefinger im zweiten Bund auf der A-Seite, auf der zweiten Seite von dir aus gesehen, auch beim G-Dur, sowohl beim E-Moll als auch beim G-Dur. Nur, der bewegt sich ein bisschen innerhalb dieses zweiten Bundes, damit es angenehmer wird, den G-Dur zu greifen, beziehungsweise dann entsprechend den E-Moll. Und für den G-Dur muss dann der Mittelfinger noch in den dritten Bund auf der E-Seite und der Ringfinger in den dritten Bund auf der anderen E-Seite, auf die beiden äußeren Seiten hier, da und da. So, und jetzt schau mal, was sich da tut, ja? Von wo wandert der Zeigefinger nach wo? Innerhalb dieses zweiten Mundes. Für E-Moll sitzt er da, bei G-Dur da. Und das musst du beobachten. Trocken üben erstmal, dass die Finger genau wissen, wo sie hin müssen. Hier der Mittelfinger muss vom zweiten Bund hier in den dritten Bund wechseln. Das kannst du auch mal so dann erst machen. Und der Ringfinger muss wissen, bei E-Moll habe ich Pause und beim G-Dur muss ich runter. Ja? Und das machst du so lange, bis das intuitiv funktioniert. Im Idealfall brauchst du nicht mal mehr hinschauen. Das ist so ein, wie so ein Fingermemory. Die Finger wissen wohin. Mach das 100 Mal, diesen Wechsel hier trocken. Und das ist der erste Fehler. Immer zu denken, ich spiele den. Und dann, G-Dur. Den erstmal viel, viel tiefer ins Unterbewusstsein bekommen. Diesen Fingermemory rein. Dann, zweite große Problematik, den zweiten großen Fehler, den ich sehe, ist, dass Anfänger zu früh aufgeben. Und zwar aus dem Grund, dass sie glauben, die Schmerzen, die sie in den Fingern haben, gerade am Anfang, sind nicht normal. Dass sie irgendwie anatomisch dafür nicht gebaut sind, Gitarre zu spielen oder so. Ich kann dich beruhigen, das ist kein Fehler, das ist nur eine falsche Annahme. Ja, denn das ist ganz normal, dass deine Finger, insbesondere die Fingerkuppen, am Anfang echt gerade auf einer Western-Gitarre, die nur Stahlseiten hat, echt gerne mal wehtun können, weil deine Fingerkuppen überhaupt nicht daran gewöhnt sind, so einen Druck auf Metall auszuüben, auf diese kleinen, dünnen Saiten. Das schneidet sich dann immer so da rein. Guck mal, ich habe
einfach durch die ganze Übung, klingt so ein bisschen ekelig, so Hornhaut auf den Fingerkuppen und die schützt mich wie so ein Schild und die entwickelt sich nach ein paar Tagen. Das ist ganz normal, da wirst du so merken, es ist das so ein bisschen fast wie so eine kleine Blase oder so, die du da kriegst, aber irgendwann hast du da richtig so ein Schild vorne an den Fingerkuppen, sieht man nicht, merkt man nur, dass es da einfach ein bisschen härter ist an der Stelle an den Fingern und dann macht das auch gar keine Probleme mehr. Deine Finger müssten sich an diesen Druck gewöhnen. Ich meine, wo machst du schon mal sowas im Alltag, dass du deine Finger so benutzt, wie du sie auf einer Gitarre benutzt? Ist doch vollkommen klar, dass deine Finger da erstmal ein bisschen müde von werden, dass es hier und da auch mal wehtut. Du solltest natürlich aufpassen, wenn du extreme Bewegungen machst, ne? Komplizierte Akkorde, wovon ich aber gerade am Anfang erstmal auch nicht ausgehe. Da kann es sein, dass du dann so Schmerzen so im Handrücken bekommst oder so etwas. Da einfach ein bisschen drauf aufpassen. Wenn du so Schmerzen so in dem Bereich hier so oben kriegst, so die Hand eine Pause machen lassen. Ne? Aber ich möchte dir einfach sagen, es ist ein Fehler, wenn du glaubst, dass das nicht normal ist, dass es in den Fingerkuppen und in den Fingern so generell am Anfang so ein bisschen schmerzt. Einfach weitermachen, durchhalten. Ich weiß, du kannst es schaffen und du wirst einfach belohnt mit geilen Akkorden, geilen Songs und unglaublich viel Spaß auf der Gitarre. Und der dritte Fehler, den Anfänger häufig machen, ist zu glauben, ihre Gitarre sei zu schrottig, zu schlecht, nicht gut genug, damit sie darauf spielen können. Sie müssen ja erstmal, wer weiß, was für ein Instrument kaufen und damit sie überhaupt loslegen können oder so. Also Gitarristen haben schon immer echt Bock, neue Gitarren zu kaufen. Ich kann dir versprechen, wenn du deine erste Gitarre hast, falls du jetzt noch keine haben solltest, wenn du eine hast, du kannst nicht aufhören. Du denkst immer daran, oh, wäre die Gitarre nicht auch noch cool oder brauche ich vielleicht auch mal eine E-Gitarre, wenn ich nur eine akustische habe oder umgekehrt brauchst du mal eine akustische, wenn du eine E-Gitarre hast und so weiter und so fort. Oder brauche ich nicht noch die Gitarre in einer anderen Farbe und Form? Wie auch immer, man liebäugelt da immer mit allen möglichen neuen Gitarren. Aber es geht jetzt erstmal bei den Anfängern darum, die Annahme ist falsch, zu glauben, deine Gitarre wäre nicht gut genug, um darauf die ersten Schritte zu machen. Klar, es gibt immer noch eine noch bessere Gitarre, aber es gibt ein paar Punkte, die solltest du bei deiner Gitarre einfach checken, um zu wissen, ob es sich für dich lohnt, nicht bei deiner Gitarre zu bleiben, die du vielleicht schon hast, von irgendeinem Verwandten oder einem Kumpel geliehen bekommen oder du hast sie noch von früher da stehen oder wo auch immer du die Gitarre hast oder du hast sie eine bestellt im Netz oder im Laden gekauft und weißt nicht, ob die gut genug ist, weil sie nicht so teuer war. Du kannst zum einen erstmal schauen, wie groß, und das ist somit das Wichtigste für Anfänger, ist der Abstand zwischen den Saiten und dem Griffbrett, das heißt dem Holz, ja, worauf du drückst. Ja, je geringer der Abstand ist, desto leichter lassen sich die Saiten natürlich drücken. Ich versuche das mal hier zu zeigen. Wenn du jetzt hier so einen monstermäßigen Abstand hast, also da habe ich schon Gitarren gesehen, habe ich mir gedacht, puh, was für ein Abstand, ne, dass du hier fast den Finger zwischen Saite und Gitarre geschoben bekommst, dann ist es natürlich total schwierig, da zu greifen. Jetzt gibt es viele Gitarren, wo das eher so hier im oberen Bereich sehr extrem ist und hier unten nicht so. Dann kannst du halt sagen, okay, ich übe erstmal meine Akkorde hier unten in dem Bereich und komme damit gut klar. Hier oben schwierig. Was kannst du dann machen, wenn das so ist? Das ist so Hauptproblem Nummer 1, Saitenlage nenne ich das. Du kannst natürlich gucken, erstmal, ob das so ist, ne? Und du kannst vor allem so als Faustregel, wenn du so ein Plektrum hast, einfach mal gucken, komme ich mit dem Plektrum, klar gibt es auch unterschiedliche Dicken, noch zwischen Saite und Gitarre, ne? Oder komme ich da sogar vielleicht sogar mit 3 oder 4 Plektren zwischendurch, dann ist es vielleicht zu viel. Es kann aber auch zu wenig sein, wenn die Gitarre im Prinzip, ohne dass du drückst, schon aufliegst, kann es halt sein, dass das besonders schnarrt und schon immer solche Geräusche, also dieses metallische Schnarren, dass die dann auftreten. Also Saitenlage ist ein Thema, das ist ganz wichtig, weil eine Saitenlage dir sehr dabei hilft, leichter zu greifen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das stimmt vielleicht irgendwas nicht, versuch mal ein Gitarrengeschäft in deiner Nähe aufzusuchen. Ich weiß, es hat nicht jeder so eins direkt in der Nähe, aber im Internet gibt es viele Foren und Gruppen, wo du vielleicht mal ein bisschen forschen kannst,
dich mal rumfragen kannst bei Facebook oder bei wo auch immer, bei Google, bei YouTube gucken kannst, wie sieht das bei anderen Leuten so aus? Wie sind da so die Abstände? Gibt es vielleicht jemanden, den ich mal treffen kann, der mir dabei helfen kann, das Problem einzuschätzen? Und sich damit auseinanderzusetzen, ist gar nicht so verkehrt. Aber am Ende kannst du natürlich auch einfach sagen, ich suche mir mal im Internet irgendwo ein Gitarrengeschäft, ein kleines, ein großes, raus und du rufst mal an und sagst, du würdest mal gerne deine Gitarre checken lassen und einfach schauen, dass das Ganze für dich dann auch gut funktioniert. Und ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der Gitarre kann eben sein, dass sie nicht richtig gestimmt ist. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem, dass du einfach sicherstellst, dass die Gitarre richtig gestimmt ist. Da solltest du dich entweder mal mit einem Video auf meinem Channel hier auseinandersetzen und mal gucken. Such mal auf meinem Channel einfach mal nach Gitarre stimmen, dass du weißt, wie das funktioniert, dass du auch ein Gehör dafür langsam entwickelst. Und du kannst dir natürlich aber auch Hilfsmittel holen, wie ein Stimmgerät. Das gibt es kostenlose Smartphone-Apps, gibt es da. Aber Stimmgeräte gibt es eben auch super billig im Internet zu kaufen. Vielleicht geht es schon ab 5 Euro los oder so. Da musst du jetzt auch nichts super Teures kaufen. Die kann man hier oben zum Teil so dran klippen. Und das funktioniert auch wunderbar. Und das kann ein Problem sein, warum du vielleicht den Fehler machst und denkst, meine Gitarre ist immer verstimmt, das ist nichts. Aber ich kann dir, wie gesagt, nur die Empfehlung geben, je nachdem, was das für eine Gitarre ist, wenn das vielleicht auch eine etwas teurere mal gewesen ist von einem Verwandten, such einen Gitarrenladen auf und lass dir da helfen von einem Fachmann. Weil letzten Endes kann der das dann am besten einschätzen, was an der Gitarre vielleicht zu machen ist. Oder der sagt vielleicht, das war sowieso eine sehr, sehr günstige Gitarre, die vielleicht mal nie so viel Geld gekostet hat. Und da sollte man vielleicht mal über eine neue Investition nachdenken. In diesem Sinne, das muss aber nicht so sein. Deswegen lass dich nicht runterziehen und versuch dir diese Tipps hier zu Herzen zu nehmen und dich nicht demotivieren zu lassen von den Gegebenheiten, dass du vielleicht denkst, es tut weh oder es funktioniert irgendwie noch nicht richtig. Du kannst es schaffen, ich weiß das. Und wenn du da noch weitere Hilfe zu brauchst beim Gitarrenlernen, check in der Videobeschreibung unten meinen kostenlosen Crashkurs aus. Da wird dir ja noch viele, viele Tipps gegeben, kostenlos direkt nach Hause geschickt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!